Was machst du eigentlich gerade, Bakerman? Ich bastel hier tolle Kanäle und schließe Kabel an und mache mir jede Menge Gedanken, wie ich den ganzen Mist hier anschließe. Aber weißt du, was du machen könntest, wenn du Lust hast? Vielleicht? Nein, weiß ich nicht. Ich gehe mal kurz in eine etwas ruhigere Position. So, da. Na. Sagtest du und Und los ging's, ne? Genau. Und zwar gibt es von Rotary Craft den sogenannten Solar Tower Ja. und Solar Mirrors. Ja, die man um den herum platzieren muss, ja. Genau. Würdest du davon einfach mal so vier Solar Tower und vier Solar Mirror mal versuchen zu basteln aus dem, Vier was man vielleicht Stacks schon. Solar Mirror oder wirklich vier Solar Mirror? Vier Solar Mirrors hätte ich jetzt erstmal gesagt. Für den Anfang. Wir Okay. wollen uns erstmal das Grundprinzip anschauen. Das Zeug ist oben oder In den wo? Kisten, ja. In den Kisten oder drüben im AI-Netzwerk. Okay, mache ich. Weil ich denke, das wollte man sich auch noch anschauen. Ja, richtig. So, habe ich eigentlich mal erwähnt, dass ich mir dann im AI wünsche hier, aber. Ja, ich bin ja schon dabei. Hallo. Kann ich alles auf einmal Ich hätte machen? hier übrigens noch eine DC Electric Engine. Schmeiß in die Kiste. Klingt so gut. Stimmt. So, dann alles, was Eisenbahn betrifft, kommt mal hier wieder rein. Du wirst noch abgezogen, okay. Für dich brauchen wir nochmal Eis. Eis. Baby, was? Genau. Eis, Eis, Baby. Und da kommt Trockeneis raus. Super. Jo, Und das Kühlmittel. Eis. So. Also, irgendwelches Solar. Genau. Was haben wir denn da? Einmal hier ein Solar Tower. Kostet Base Panel, Liquid Pipe und Ink Sack. Okay. Ein Solar Mirror, der ist schon etwas komplizierter. Glasglas Mirror, Circuit Board. Schauen wir mal, was Bakerman schon alles gebaut hat. Davon glaube ich noch nicht allzu viel. Ich sortiere meine Runde. Mach das ruhig. Hier drüben Hasler Steel, okay. Hasler Steel müsste links stehen, ja genau. Hasler Steel. Eigentlich können oben noch die Ethanol Crystals, aber die sind mir gerade ausgegangen. Ich hatte aber hier schon nachproduziert. Blastglas. Haben wir da noch was? Können wir das herstellen? Nö. Haben wir nicht mehr da? Nicht im E-System und ich habe es hier zumindest gerade auf den ersten Blick nicht gefunden. Was nicht heißt, dass es nicht da ist. Nö, muss nicht sein. Kann alles Mögliche bedeuten. Da nicht. Zweite Kiste von links, dritte Reihe, zweites von rechts. Gefunden, danke. Ich war ungefähr dreimal da schon drin. Deswegen ist ein Doppelklick unten auf die NAI-Suchleiste wirklich genial. Eisen Entschuldigung. und Glas, ja, nee, das war. Klugscheiß-Modus aus, ich weiß. Ja. Nee, es war mir ein Ja, hätte ich mal machen sollen. Ja, Du scheiß Wireless Out of Range Ding. Oh, man darf echt nicht Shift rechts klicken in diesem im Ding Wireless Terminal, weil es jedes Mal die scheiß Boosterkarte wegschmeißt. Wir haben noch zwei bis drei im ME-System. Ja, er schmeißt sie weg, sodass ich erstmal wieder zum ME-System Ja. zurückfliegen muss. Ich Damit ich's. weiß. Ey! So, dann wollten wir. Haben wir kein Glas mehr oder was willst du mir hier mitteilen? Der produziert gerade Dense Cable. Das kann sein, dass da momentan ein bisschen viel unterwegs ist. Würde Glas mit per Zug kommen oder? Nee, eigentlich nicht, oder? Wir brauchen es eigentlich erst einmal nicht hier. Also, ich will jetzt hier nicht unbedingt großartig eine Produktion von irgendwas anwerfen, sondern eigentlich nur ja, die Verarbeitung von Erzen und Nee, so ein nee, ich Zeugs. meine nur mehr oder weniger, wo das Glas hergestellt wird. Aber nachdem das Glas gerade überhaupt nicht hergestellt wird, liegt es einfach daran, dass wir keins haben. Okay.
Also drei hättest du jetzt gerne an Miron. Ich kann auch mehr machen. Drei oder vier, hätte ich gesagt. Für den Anfang sollte das reichen. Willst du echt nur jedem Solar Tower eins geben? Nicht irgendwie von allen vier Ja, erstmal Seiten? einen. Erstmal einen. Na Das gut. ist. Das ist ja Übertreiben wollen sparsam. wir es Was ja ist denn nicht. das? Ja, ich weiß. Wir bauen es an einem Ort auf, wo viel Platz drumherum ist, und dann werden wir schon sehen, was dabei rauskommt. Hey, Achievement. Hui. Na Puh. gut. Wenn du meinst. Ja, ich meine. Haben wir das Deal? Oh ja, haben wir. Hätten wir wahrscheinlich auch noch Ja, gehabt. irgendwie habe ich mich gerade. Irgendwie habe ich mich gerade eingebaut. Du bist angeschlossen, ne? Genau. Du bist angeschlossen, kommst da drüben jetzt dann an. Warum genau? Ah, weil ich das Ding hier drin habe. Okay. Dann haben wir die Flüssigkeiten drin, das ist gut. Mit ihnen nur drei haben. So, Mirrors hätte ich. Für den Solar Tower fehlen noch ein paar Base Panels. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Okay. Eins. Oh, Und was war dann das? Bartkabel. Haben wir auch drei. Gut, fertig. Job successfully completed und so Gut. ähnlich. Einen kleinen Moment, bin gleich soweit. Drei. Komm, schneller. Hallo. Bin doch schon da. Nein, so nicht. Mann. Zug? Oder was? Irgendwie mag mich das. Also wenn du auf den Zug wartest, der steht noch. Nein, nein, ich warte nicht auf den Zug. Das weiß ich, dass das vergebene Liebesmühe ist. Eins, zwei, drei. Züge laufen halt mit der Deutschen Bahn oder werden gesteuert von der Deutschen Bahn. Da ist ein bisschen Verspätung. So, dann dich daran. Und dann können wir Das hier. hat funktioniert. Er hat gewartet, bis der andere durch ist. Wow. Wow. Das haben wir ungetestet. Es funktioniert! Bin ja so begeistert. Aha, okay. Ja, ich habe hier mal eine Weiche, ein Signal eingebaut gehabt, dass er hier warten muss, bis der andere Zug runter hier vorbeigekommen ist. Und es hat funktioniert! Gut. Dann brauchen wir hier einen. Haben wir da vielleicht ein Rezept dafür? Nö. Warum haben wir da kein Rezept dafür? Soll der aufs Dach der Solar Tower? Nee, ich würde den Ach nein, irgendwo den mal muss man hier ja in der Gegend stapeln. Richtig, um. da war Ja, was. genau. Drum Okay. wolltest du nur drei. Hier ist laut. Haben wir ein Re Echt? Was? Hä? Hä? Wieso? Wie, wir haben keine Soundmuffler. Weil wir kein. Jetzt. Doch, wir haben Soundmuffler. Wie, wir haben Jo. noch kein Rezept für Soundmuffler. Was ist denn das? Genau das Richtige. Nee, genau das Falsche. Nein, Fabrik, das so. muss laut sein. Genau. Mhm. Olli hat da völlig recht. Halt, Ist der in der Mitte? das da. Notblock. Das bauen wir nicht damit ab, sondern. Wo ist mein Ding hin? Nicht das Ding, das andere Ding. Habe ich das vorhin aus Versehen in die Kiste oder ins AI geworfen? Hallo? Sieht das jemand im Inventar? Nein. Haben wir fast alles dafür da. Cool. Nehmen wir nochmal ein neues. Okay. So, Jetzt dann kommt hätte ich hier. mal gerne 10 Soundmuffler für den Anfang. Und schon geht's.
kaum hat man genügend Kanäle, geht's. Unglaublich. Okay. Dann kann man ja theoretisch das Loch da hinten wieder zumachen. Ah, Zumindest diese soweit. Stille. Dann kommen wir Toll. hier hin und hier hin. Das hier ist ein Export-Bus, das ist ein Import-Bus. Sehr gut. So, du hast fertig? Ich habe fertig. Hast du fertig? Gut. Wir müssen noch schauen, wie wir Wasser reinkriegen. Nennt sich Endless Water, wie auch immer. Und habe ich noch eine Transfer Node Liquid? Jawohl, haben wir da. Und haben wir noch eine Wasserquelle, so eine endlose? Haben wir da noch sowas da? Das doch nix. Wie, wir haben Ja. da kein Rezept für. Brauchen wir nicht. Hallo? Erstmal Doch. hier das fertige Inventar prüfen, wo die Sachen schon drin rumliegen. Nein, da haben wir keins mehr drin. Wie? Schon alles weg? Schon alles verbaut. Jo, alles verbaut. Schade. Dann nicht. Na gut. Der Mod für das Wireless Crafting Terminal heißt zufällig AE2 Wireless Crafting Terminal. Sieht man auch, wenn man drüber geht, AE2 Wireless Crafting Terminal, WCT. Cooles Teil. Kann man nur empfehlen. Und ja, man könnte vieles auch mit einer Ender Chest machen, das ist richtig, aber Das kann ja langweilig. jeder. Genau. Also, Entschuldigung, ich meine, ja. Nee, echt nicht. Also, man kann auch Sachen herstellen, indem man in Creative geht. Bloß weil man etwas kann, bedeutet das nicht, dass es die beste Möglichkeit ist. Genau. So, hier, links, rechts. Moment, ich versuche gerade hier noch. Dann nutze ich das und trinke einen Schluck. Genau. Und ich würde sagen, schönes Wetter hier. Wohin fliegst du Direkt hin? hier. Direkt hier. Genau. Und wo ist jetzt hier? Das Ding braucht Wasser von unten, wenn ich mich recht entsinne, ne? Möglich? Ich entsinne mich nämlich überhaupt nicht. So, dann. Tschüss. Naja, ich gehe mal ins Loch. Nicht? So. Da mal bitte die unendliche Wasserquelle draufsetzen, wenn du hast. Ich habe keine. Das ist keine. Nö. Okay, Ich habe dann nie brauchen wir eine. behauptet, dass ich eine hätte. Ich habe nur gesagt, wie, da gibt es kein Rezept für. Und war dann Na so gut. entsetzt, dass ich dann nichts mehr gemacht habe. Dass ich vor Schreck in So. Ohnmacht gefallen bin. Jetzt brauchen wir noch zwei Wassereimer. Wassereimer. Was? Keine Wassereimer da? Ich glaube, irgendwo in der Kiste war noch welche, Jetzt aber. wird's immer katastrophaler. So, das dahin. Machen wir uns mal ein bisschen Platz im Inventar. Blockgate müsste So. eigentlich noch so ein Infinite Water Dingens sein. Ja, ich brauche jetzt erstmal einfach nur ein bisschen Wasser und das kann ich mir da drin auch holen. So. Hallo? Hallo? Geht nicht? Verdammt. Servus. Nee. Haben wir hier irgendwo Wasser? Mann. Ich bin ja doof, ne? Haben wir hier irgendwo Wasser? So viel Wasser gebaut. Ja, ich merke es ja schon, Olli. Entschuldigung. Kann ja vorkommen. So. Jetzt machen wir das ganze Ding hier wieder kaputt. Nein, machen wir nicht. So. Und wenn wir hier fröhlich zurückfliegen zu den Tönen von Snow Song, können wir hier eine Infinite Water Source basteln und schweben sanft hier. So, dann das Ding dahin. Ne, das war sogar eins zu tief. Komm, lass mal da ein Loch frei und dann
So, und da könntest du theoretisch den ersten Solar nicht Panel, sondern Tower aufstellen. Moment, nachdem da irgendwie was rot ist, glaube ich eher, muss der nicht irgendwie Energie irgendwas drehen? Ich frage mich gerade, wo das Wasser reinkommt. Also Wasser hat er auf jeden Fall schon bekommen. Ja, aber nachdem unten rot war, hätte ich jetzt vermutet, dass unten Energie rauskommt. Und fragen wir doch mal Dr. Google. Fragen wir doch mal das Handbuch, das wir nicht einstecken haben. Verdammt. Deswegen habe ich das nicht gemacht. Ich glaube, ich fliege schnell. Bäh. Schon wieder. Wo sind unsere ganzen Handbücher hin? Hallo. Ach, da hinten. Ach, Gottchen. Wir müssen aber richtig schauen. So. Haben wir hier? Nein, da ist kein Mal Rotary Craft. Und hier? Rotary Craft Handbook. Jawohl. Hier ist übrigens So. so ein ganz toller Trick. It is preferable to attach the solar mirrors to either the first or second tower blocks. Attaching them to the second tower block from the bottom allows room for a water pipe to be run underneath the mirrors and into the solar tower. Also mit anderen Worten, das muss einfach irgendwie rein von irgendeiner Seite. Und nachdem, genau, die Mirrors müssen dann halt irgendwie The dahin. power comes out of the bottom, okay. Dann müssen wir da wohl ein wenig umbauen. Okay. Kann mich auch nicht erinnern, das jemals schon mal gebaut zu haben, oder? Doch, ich bin mir nicht Ich bin sicher. mir recht sicher, dass ich es einmal gebaut habe. Einfach um es gebaut zu haben, glaube ich. Okay. Bin mir aber nicht sicher, ob es Gut. in der Aufnahme war oder ob ich es einfach nur getestet hatte. Gut. Was ist denn das Höchste? Moment, ich schau mal, The ob da was dabei precise limit steht. beyond which power will not scale is 20 blocks in height. Okay, ich baue mal kurz 20 Blöcke. Okay. Aber, weil, Entschuldigung, wenn es schon Ja, geht, Entschuldigung. dann geht's. Jo, genau. Ich brauche 4 mal 20. Gib mir eins. Zwei Stacks, glaube ich. Ich kann gerade nicht rechnen, das ist wurscht. Das sind 8. Wasser kriegt er schon mal. Wie man den 9, Saft da 10, unten 11. rausziehen, das sehen wir dann auch noch. Weil da kann man schon mal einen Bevel holen. So, ich hätte jetzt 20 Solar Towers. Dann mach doch mal ein Türmchen. Und irgendwie Mirrors müssen wir dann gucken. Ja, das. Sollen wir auch wirklich auch wieder eins drunter, damit wir mit Pipes. Ja, hast du eh schon. Nee, hast du nicht. Dann machen wir es so. Okay, passt Drunter schon. ist Platz. Ja, dann könnt. Also, wenn wir. Was sie meinen, wenn man es eins drunter macht, kann man das eben reinpumpen, ohne dass die Spiegel irgendwie im Weg stehen. Eins drunter macht. Ach so, jetzt weiß ich, was du meinst. Okay, eigentlich egal. Ja, mir Wir wollen es auch. jetzt nicht hocheffizient machen, sondern erstmal, dass wir überhaupt sehen, dass es funktioniert. Okay. Notfalls können wir den o obersten immer noch umsetzen. Genau. Da haben wir keinen drin. Erinnert Da mich ist jetzt keiner ein drin. bisschen an den Eierstapel, nur mit Solartauern Genau. Elementen. Dann Wir brauchen wir sollten noch oben noch einen. ein Ei draufstellen. Ein Dynamometer, dann sehen wir nämlich auch, was rauskommt. Dann kommt hier das dahin. Dann kommt Inputzeit ab und Outputzeit ist Westen. Output West. Und dann kommt hier theoretisch der Dynamometer hin. Wir müssen nur noch irgendwie den Spiegeln sagen, wie sie da, dass sie da drauf müssen. Irgendwie nicht Okay. ganz sicher, wie das ging. Ich tippe mal auf Screwdriver, Ich tippe auch. den ich irgendwo wieder hingelegt habe. Man sollte sein Werkzeug nie aus der Hand geben, verdammt. Moment, die müssen direkt damit verbunden sein.
Er liest und gibt komische Geräusche von Nein, sich. Er dreht sich. Er dreht sich. Ah, okay. Okay, und wir sehen, dass sich hier was tut. Die Frage ist, haben wir genügend Wasser? Tank 0 empty. Den drunter sehe ich nicht. Okay, wir brauchen Speed Upgrades und der Upgrade ist, glaube ich, nicht Capacity Upgrade heißt nicht. Wie heißt das nochmal bei Extra Utilities? Verdammt. World Interaction, was? Nee, World Interaction war es auch nicht. Stack Gab's Upgrade. Doch auch. Ja, aber Stack Upgrade ist das Wichtige erstmal. Ja. Damit sollten wir eigentlich mal gut vorankommen mit einem Stack Upgrade. Genau. Und jetzt sollten wir hier sehen. Dass er ja, das nur sieht, den unteren füllt. Sieht aber grundsätzlich schon mal nicht schlecht aus. Ja, dann machen wir noch ein paar mehr. Okay. Ja, aber wir kriegen immerhin 65. Ich bin mir immer nicht sicher, wo der Punkt da ist. 65 Kilowatt raus. Machen wir nochmal ein Stack Upgrade rein. Ich weiß nicht, ob zwei Stack Upgrades gehen, aber probieren wir es mal. Der verbraucht wirklich viel Wasser. Aber die Energie hat sich gerade nicht geändert. Okay, 8000 Millibuckets of Water. Da ändert sich nichts dran. Aber ich meine, der obere Turm ist immer noch nicht gefüllt. Dann nehmen wir noch die vier Speed-Upgrades mit dazu. Man darf übrigens nicht drauf springen, sonst gehen sie kaputt, bevor ihr jetzt hier wieder rumspringt. Unten die Dinger? Ja. Mirrors? Ja. Echt? Ja. Würde mich jetzt also Wasser sieht relativ stabil aus im Moment. Ja, aber auch nur der untere irgendwie. Ich weiß nicht, ob sich die oberen füllen sollen. Das weiß ich natürlich nicht. Das ist natürlich eine gute Frage. Wir können das Ganze einfach mal testen, indem wir oben einen abbauen. Tu das mal. Und? Wurde es weniger? Es ist auf jeden Fall irgendwas passiert. Jetzt steht er unten beim untersten stabil bei 4000 Millibuckets. Ja, weil er gerade auch sagt Power 0. Ist das wieder dieses geniale Raika... Machen wir es mal so, den einmal abbauen und noch hinsetzen. Jetzt erkennst du nicht mehr, dass das ein Solar-Mirror-Ding ist, oder was? Genau, richtig. Ach Gott, dann baue ich den. Ich denke, ab. Du solltest den Solar-Tower mal abbauen, ja. Ich denke, du musst von oben nach unten nochmal abbauen. Sicher ich mir aber nicht bin. Ja, sicher man sich nicht sein kann. Vor allem nicht bei Raika. Raika und Multiblock-Maschinen. Ich weiß gar nicht, was du hast. Der ist doch gut da drin. Meistens funktioniert er. Und wenn er nicht funktioniert, weiß keiner warum. Ich glaube, der Daniel hat einen aufgenommen. Ich hoffe, die gehen nicht kaputt, wenn ich sie erinnere. Also, nee, kann Sonne er sein, ist dass da. Er... Ich wollte gerade sagen, vielleicht liegt es daran, weil die Sonne weg ist, aber das kann nicht sein, weil die... Es kann doch nicht... Ah, Moment, es müssen mindestens zwei sein. Ja gut, das ist wahr. Jetzt nochmal setzen. Dreht oder dreht er nicht? Es kann natürlich sein, dass das alles ein Block höher sein müsste, theoretisch. Deswegen setzen wir nochmal einen drauf. Tut sich immer noch nichts. Doch, jetzt.
Er dreht. Ja, jetzt kommen nur 2 Kilowatt oder es kamen nur 2 Kilowatt raus, was natürlich jetzt auch an der Anzahl der Spiegel hängen kann. Genau. Okay. So, dann schauen wir mal, was rauskommt. Machen ein bisschen Platz. So, jetzt haben wir gleich. Raus? Gar nichts, doch jetzt. Doch, 2,56 Kilowatt. Ja, vorher waren es 56.000. 3,5. Richten die sich automatisch aus? Ja. Ja. Nach was? Sonne. Theoretisch nach der Sonne. Ja, aber der da macht ja jetzt gar keinen Sinn. Ja, weil die Sonne hinter ihm ist. Wie soll er denn stehen? So, das sind 3,584. Oder 3,584. Mhm. Setzen wir noch einen drauf. Boom. Nichts geht mehr. Rien ne va plus. Ne, 7,68. Das Doppelte jetzt. Ja, der Spiegel hat sich gerade bewegt. Also er erkennt zumindest noch, dass da irgendwas sein sollte. Probieren wir jetzt mal noch einmal, dass er hier irgendwie was... Gott, was ist denn jetzt schon wieder los? Vorhin hat es doch nicht so lange gedauert. Komm, ich setze jetzt wieder alle drauf und dann in der Hoffnung, dass es schon irgendwie gehen wird. Tut sich im Moment nichts. Ja. Schau mal, wie es mir... Er verbraucht doch kein Wasser mehr. So, jetzt sind wieder alle 20. Wir können die Spiegel ja nochmal abreißen. Ja, wobei, der eine dreht sich ja zumindest noch. Ja. Na komm schon. Jetzt einfach erstmal ein Spiegel hin, ob er noch was erkennt. Nein. Nein. Ah, leckt es irgendwie, dass das... Nee, kann eigentlich nicht sein. Sollen wir nochmal alles abreißen und hinbauen? Ich glaube fast, die Antwort ist ja, weil wir machen das so gerne. Eventuell. Weil man macht ja sonst nichts anderes. Was passiert denn, wenn wir genau... Ja, mach es mal weiter. Weil ich hätte... Wasser hatte... Du hast jetzt viele hingesetzt. Okay. Dreht nicht. Okay, weil es kann nämlich sein, dass wir eventuell da was falsch dran machen. Und zwar folgendes. Warte mal. Okay. Dass wir das nämlich quasi einen höher setzen müssen. Probieren wir es mal so. Aber dicht. Dicht. Da kannst du nun deinen ersten draufsetzen. Und jetzt neben dem Block einfach ein Solar Mirror setzen, mal neben dem Dirt Block. Nee. Er muss ja verbunden sein, wirklich physisch verbunden sein. Okay. Schau mal, ob das funktioniert. Sieht nicht danach aus. Ich reiß noch. Verbindest du sie mal mit der... Darf ich mal ganz kurz hier was probieren? Ja, ich würde sie mal ganz gerne mal mit der... Das ist mit der Spitzhacke abgebaut, ne? Ja. So, und wenn wir die jetzt nämlich mit der Ebene 2 verbinden... Wasser hatte. Bei Nacht jetzt und überhaupt aus. Sonne haben wir halt im Moment keine, okay. Ja, gut, das ist theoretisch möglich. Wo ist unser Sundial? Denkt der erste Mitternacht. Jetzt, ja. Ah. Okay. Schneller Vorlauf. Genau. Minispiel, den Cursor muss man immer im Mond lassen.
Der ist ganz schwer. Bisschen. Ist auch ein großer Stein. Tu den mal flüssig. Gut. So, und jetzt? Ich hab noch einen. Dreht sich nichts? Tut sich nichts? Es ist doch doof. Na gut, die Sonne ist tatsächlich noch nicht sichtbar. Noch nicht aufgegangen. Also, ich glaube zwar jetzt nicht, dass er Line of Sight überprüft, aber zumindest, ob sie da sein könnte, das ist schon möglich. Gerade, ja, wobei, jetzt könnte sie da sein. Also mit den ganzen Geräten ging nichts, oder? Nein. So, jetzt probieren wir den nochmal unten zu setzen. Komm, reißen wir nochmal alles ab. Weil es Spaß macht, oder wie? Ja, weil anscheinend ganz am Anfang ging es ja mal. Wahrscheinlich muss man echt von oben und nach oben bauen. Soll man jetzt eins in den Boden reinbauen?